Hallo und welcome back! Endlich geht's weiter mit neuen Tutorials von mir für euch zum Thema Lasurharz, Epoxidharzen, Gießharzen und was alles noch so dazugehört. Für den Anfang habe ich mir jetzt ein kleineres Tutorial für euch ausgedacht, was aber nicht weniger interessant ist. Denn wir werden mit dem Lasurharz und noch verschiedenen anderen Medien einen sehr, sehr interessanten Effekt gestalten. Und zwar möchte ich im Bereich hier um diesen kleinen Fußabdruck einen wundervollen Effekt gestalten, ganz im Stil von Friedensreich Hundertwasser, der ein wunderschönes Wandobjekt gezaubert hat, das den Lebenslauf eines Menschen symbolisiert. Vorab kurz, wie ich diesen Fußabdruck vorbereitet habe. Ich habe ganz einfach eine lufttrocknende Modelliermasse verwendet, die nach der Trocknung einen keramikartigen Touch hat. Ihr bekommt es bei Bösner, bei Gerstecker, ich glaube sogar in den Baumärkten gibt es diese Modelliermassen. Ihr müsst dabei beachten, dass ihr relativ fest den Fuß des Kindes aufdrücken müsst, damit der Abdruck eben in der Modelliermasse schön zu sehen ist. Anschließend, nach dem Trocknen, habe ich diese Form mit blauer Vinylfarbe grundiert und an einigen Stellen, wie man hier sehen kann, unregelmäßig mit einem ganz feinen Schleifpapier die Farbe wieder abgenommen. Danach habe ich 2 bis 3 Schichten von dieser Glasmalfarbe von Pibeo aufgetragen. Das ist die weiße, transparente Glasmalfarbe und man kann das leider nicht sehen auf dem Video. Aber es ergibt einen wunderschönen Effekt. Es sieht nämlich wunderschön spiegelnd aus, das könnt ihr erkennen. Aber oben hat man einen nahezu glasklare Oberfläche und die Farbpigmente, die sinken in diese Vertiefungen der Modelliermasse ab. Und das ergibt einen wunderschönen Hoch-Tief-Effekt. Ich versuche euch das später in einem Foto einzufangen, damit ihr das besser sehen könnt, aber ansonsten probiert es einfach aus. Ihr werdet sicherlich begeistert sein. Ich werde euch auch, weil immer wieder Fragen kommen, später Links zu den Produkten setzen, damit ihr die euch auch besorgen könnt, wenn ihr es einfach nachbauen oder nachgestalten möchtet. So, jetzt aber zum Eigentlichen. Wie gesagt, wir werden mit dem Lasurharz arbeiten von Pibeo. Und ich habe ja früher einfach immer dieses Verhältnis von 1 zu 2 mit Hilfe dieser Messbecher abgemessen. Aber ich persönlich finde das viel zu ungenau. Und auch wenn man in Fachliteratur nachliest, wird immer das Abwiegen empfohlen. Deswegen habe ich mir wunderbar eine kleine Feinwaage besorgt. Ich teste die nun das erste Mal, mal sehen, wie ich zufrieden bin. Und wenn sie gut ist, ihre Arbeit gut tut, werde ich euch einfach den Link auch wieder in die Videobeschreibung reinpacken. Ich werde jetzt alles kurz vorbereiten, die Arbeitsfläche ein bisschen abdecken und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann möchte ich euch nochmal zuschauen lassen, wie ich das Harz abwiege und auch nochmal, wie ich es vermische. Man kann es, glaube ich, gar nicht oft genug sehen und betonen, dass man das Harz ganz, ganz langsam mischt, damit eben keine Luftblasen reinkommen. Also bis gleich, bleibt dran, ich freue mich auf euch. Tschüss. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit schon mal alles bereitgelegt, was wir jetzt gleich benötigen werden. Zum einen natürlich die Feinwaage, den Härter, das Harz, ganz wichtig 2 kleine Plastikbecherchen zum Abwiegen. Ihr könnt einfach im Supermarkt kleine Plastikschnapsbecher kaufen, die erfüllen ihren Zweck wunderbar. Beim Wiegen braucht ihr die Skala nämlich natürlich nicht. Dann habe ich einen Holzspatel und einen alten ausrangierten Pinsel, um das Harz-Härter-Gemisch gut zu vermischen. Und weil ich jemand bin, der grundsätzlich immer viel zu viel Harz-Härter-Gemisch anrührt, habe ich mir dieses Mal vorgenommen, das in Grenzen zu halten, damit ich nicht so viel Überschuss habe. Ich hoffe, das gelingt auch. Wir brauchen
einen Teil auf alle Fälle von dem Härter und zwei Teile von dem Harz. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Härter. Kindersicherer Verschluss, auch für mich immer wieder eine Herausforderung, wie ihr seht. So, jetzt werde ich mal sehen, wie das Gewicht ist. Mal langsam einfüllen. Okay, ich probiere jetzt einfach mal 7 Gramm zu bekommen. Ja. Okay. Ich habe jetzt 7,08 Gramm. Das heißt, wir brauchen 14,16 von dem Harz. Und ich werde jetzt versuchen, das möglichst genau hinzubekommen. Ja, sieht schon ganz gut aus. Wir haben auch einen mini kleinen Schluck dazu. Nein, das war zu viel. Das ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt gleich einfach ein bisschen was davon herausnehmen. Ist natürlich jetzt nicht die größte Leistung, die ich hier vollbringe, ja. Aber man darf da schon mal ein bisschen mogeln. So, jetzt haben wir 14,16. Wunderbar. Ziel erreicht, auch wenn es jetzt nicht ganz so schön natürlich ausgeführt war. Ich werde jetzt gerade kurz einmal alles sauber machen, weil ich immer ein großer Kleckermeister bin, bevor es dann gleich ans Verrühren geht. Also am besten immer gleich alle Kleckereien wieder wegmachen. Dann habt ihr später weniger Ärger. Ups. Wie man sieht, die Waage kann man wunderbar auseinanderbauen. Test bestanden. So. Und nun geht's ans Verrühren. Ich werde jetzt ganz langsam das hineingießen, den Härter in das Harz. Wie ihr seht, könnt ihr gerade nicht sehen, weil mein Arm im Weg war. Nochmal. Ich kratze jetzt auch die kleinsten Reste heraus. Und wie mir scheint, habe ich auch schon wieder viel zu viel angemischt, weil wir für diese Linien, die wir gleich mit dem Lasurharz auf der Oberfläche ziehen werden, nicht ganz so viel Harz benötigen werden. Aber, wie sagt man so schön, aus der Not wird eine Tugend. Ich nehme meistens das überschüssige Lasurharz, mache eine kleine, auf einer Klarsichtfolie zum Beispiel, eine kleine unregelmäßige Fläche, lasse sie antrocknen, lege eine getrocknete Blüte drauf und gebe dann nochmal Lasurharz drüber. Und dann kann man wunderschöne, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Fensteranhänger basteln, ja, weil die sind transparent und die Sonne fällt durch die Blüte und das sieht auch wunderschön aus. So, ich lasse das jetzt mal gut sein. Und jetzt ganz wichtig, ich probiere jetzt meine Hand hier wegzunehmen. Schauen wir mal, ob ihr das so seht. Nee, so. Also auf alle Fälle, so funktioniert es ganz gut, ganz langsam verrühren. So, ich habe jetzt eine Weile gerührt. Und zwar in der Tat dann mit dem kleinen Pinsel, weil einfach das Gefäß ein bisschen knapp von mir mal wieder bemessen war. Nochmal zur Wiederholung, ganz langsam rühren, bis ihr keine Schlieren mehr seht. Und ein Tipp, den ich damals bei der Produktpräsentation von PVO bekommen habe, ist, das Harz einmal umzugießen,
weil dann auch nochmal Luftblasen austreten. Und ein Vorteil, das ich jetzt von dem Lasurhatz von Pibeo kenne, ist, dass kleine Luftblasen, die doch vielleicht beim Verrühren in das Harz hineingekommen sind, beim Trocknungsprozess nach oben steigen und sich somit eliminieren. Wenn ihr ein bisschen nachhelfen wollt, könnt ihr auch mit einer Feuerquelle, mit einem kleinen Feuerzeug zum Beispiel, drüber gehen, dann ploppen die Blasen auch nochmal nach oben hinweg. Zu beachten ist, dass das Lasurharz keine Form braucht, in das ihr es eingießt und für sich eine abgerundete Oberflächenkante bildet. Ihr könnt allerdings keine Pigmente in das Harz mit einmischen. Farbe kann immer erst nach der Trocknung verwendet werden und aufgetragen wird das Lasurharz mit einer kleinen Pipette, die ihr auch im Künstlerfachhandel bekommt. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, mit diesem Harz, das eine gewisse Oberflächenspannung hat, einfach mal hier Linien auf dieser Fläche sozusagen zu zeichnen und werde euch jetzt einen kleinen Moment zusehen lassen und dann ganz in Ruhe alle Linien fertigstellen und euch das Ergebnis dann zeigen. Das Harz einfach hier in die Pipette einsaugen. Auch das macht ihr bitte wieder langsam. Also oben diese kleine, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Beule nicht einfach sprungartig loslassen. Sonst saugen sich gerne auch nochmal Blasen mit rein. Und dann wartet ihr bitte, bis das Harz nicht mehr weiter steigt, bevor ihr es aus dem Gefäß herausnehmt, sonst zieht ihr von unten auch wieder Luft. So. Putz einmal hier die Spitze kurz ab. Und dann fange ich einfach an. Vorsichtig, nicht zu viel auf einmal, weil euch sonst alles zu sehr verläuft. Ich bilde jetzt hier auch keine geschlossenen Linien, denn ich habe gleich im Anschluss noch etwas vor. Belasse das ganz kurz so und zeige euch meinen Plan. Ich habe hier, wenn es rauskommt, Zahnstocher. Damit es noch feiner verarbeitet werden kann, tunke ich jetzt hier in einen Harzfleck ein und verziehe die Konturen mit dem Zahnstocher. Wie ihr seht, wenn man zu viel von dem Harz nimmt, wie hier unten, da ist gleich am Anfang relativ viel rausgekommen, verläuft das natürlich schon, weil das hat nur eine gewisse Oberflächenspannung und es kann natürlich nicht alles auffangen. Ja, also man muss da sehr sanft und sorgfältig damit arbeiten, damit man dann auch gutes Ergebnis bekommt. Ich verziehe jetzt auch hier diese Linien miteinander. Und auch hier. Ich werde es jetzt überall machen, werde natürlich die weiteren Flächen noch bearbeiten und werde auch immer wieder so kleine Ausbuchtungen erzeugen, wie so kleine Teiche, die noch nicht gefüllt sind. Denn später werden wir dann mit Effektfarbe hineingehen und ein wunderschönes wabenförmiges Muster erzeugen. Ich werde jetzt ganz in Ruhe weiterarbeiten und melde mich dann später, wenn ich fertig bin, mit dieser Konturführung zurück. So, ich habe jetzt meine Arbeit mit dem Lasurharz abgeschlossen und möchte euch noch das Ergebnis jetzt zeigen, bevor alles trocknet. Bitte beachtet, dass die
Arbeit unbedingt auf einer waagrechten Oberfläche zu liegen kommt und auch während des ganzen Trocknungsprozesses so liegen bleibt, weil natürlich sonst alles verläuft. Wie ihr sehen könnt, verzieht sich natürlich die Linie ein Stück weit und das müsst ihr bitte beachten. Ihr müsst unbedingt die Stärke der Linie, also wie viel Harz ihr aufgetragen habt, in Korrelation setzen mit dem Abstand zur nächsten Linie, sonst wird euch das ganze Ergebnis verlaufen und ihr müsst dann nochmal von vorne anfangen, beziehungsweise irgendwie versuchen, das zu retten, weil man das natürlich nicht von vorne anfangen kann wieder. Wenn ich jetzt einmal hier runtergehe, seht ihr jetzt wunderschön, wie das Harz selber eine abgerundete Oberflächenkante bildet. Und ich habe mit dem Zahnstocher und auch mit der Pipette, die noch leicht mit Harz gefüllt war, eben lauter solch kleine Lakunen gebildet, in die später unter anderem die Effektfarbe hineinkommen wird. Ich denke, ihr könnt es alles soweit gut erkennen. Und nun wird das Ganze über die Nacht trocknen. Und ich werde euch morgen wieder über die Schulter blicken lassen, wie dann alles weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.